Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Meisterly Guide, deiner Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studieren. Heute gibt es wieder ein neues Interview, und zwar mit der lieben Julia zu dem Thema VWL. Möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Julia, ich bin 22 Jahre alt, bin jetzt im fünften Semester vom Volkswirtschaftslehre und studiere an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Genau. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los. Mit einem abgeschlossenen Bachelor in Volkswirtschaftslehre kannst du beispielsweise als makroökonomischer Analyst in die Privatwirtschaft ins Consulting gehen. Aber du kannst auch in den öffentlichen Sektor zu Finanzministerien oder ähnlichen Einrichtungen gehen, sowie in die Politik. Studieren kannst du Volkswirtschaftslehre an recht vielen Universitäten, unter anderem an der Uni Wien oder der Wirtschaftsuniversität Wien, aber auch in Linz an der JKU sowie in Innsbruck an der MCI und an der Uni Graz. Meistens findest du den Studiengang unter Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der Bachelor dauert 6 Semester, wobei der Durchschnitt um die 8 Semester braucht. Der Master dauert dann nochmal 4 Semester. Voraussetzung für den Bachelor sind eine Matura- oder Studienberechtigungsprüfung. Und wenn sich zu viele bewerben, gibt es an der Wirtschaftsuniversität Wien auch einen Aufnahmetest. Was lernt man in diesem Studium und was sind die Schwerpunkte? Also grundsätzlich würde ich sagen, gliedert sich die VWL in Makroökonomie, Mikroökonomie und Statistik. In Makroökonomie geht es primär darum, die gesamte Wirtschaft zu analysieren und da eben einen gesamtwirtschaftlichen Überblick zu gewinnen. In Mikroökonomie geht es primär um Beziehungen und Entscheidungen von einzelnen Unternehmen, Haushalten und so weiter. Und ja, Statistik ist einfach Mathematik. Da ist dann Ökonometrie sehr wichtig für VWL. Das sind einfach, da berechnet man wirtschaftliche Modelle, um dann eben Prognosen erstellen zu können. Mhm. Schwerpunkt ist je nach Uni unterschiedlich. Auf der WU haben wir eher einen qualitativen Schwerpunkt. Das bedeutet, wir schauen, dass es eher, also es ist mehr praxisorientierter und es geht mehr darum, einen gesamten Überblick eben zu erfassen und das irgendwie so im Gesamten zu verstehen. Und auf der Hauptuni ist es eigentlich mehr ein mathematischer Schwerpunkt. Die machen ganz viele mathematische Grundlagen und mathematische Beweise für Wirtschaftstheorien etc. Mhm. Ja, genau. Grundsätzlich hat man natürlich auch am Anfang BWL-Grundlagen, die sind auch dabei. Und dann startet es mit den VWL-Fächern und da ist dann eben Mikro-, Makro-, Statistik, so Basics. Aber auch sowas wie Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsgeschichte, einfach damit man einfach so einen grundsätzlichen Überblick über VWL bekommt. Wie sieht der durchschnittliche Werdegang aus? Also natürlich fangen alle mal mit dem Bachelor an und ich würde sagen, dass auch sicherlich die meisten dann noch an den Master dranhängen, also die wenigsten gehen dann direkt in die Wirtschaft und arbeiten oder so. Die meisten machen dann noch einen Master und ich glaube auch während dem Master ist es dann sehr üblich, dass wir anfangen nebenbei zu arbeiten, einfach um auch eben diesen Praxiseinblick zu bekommen. Und ja, wenn man dann ganz ambitioniert ist, kann man natürlich noch den PhD machen. Genau, aber die meisten würde ich sagen, machen dann noch den Master und gehen dann arbeiten. Wie ist das Studium aufgebaut? Also auf der WU ist es so, dass wir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studieren. Und das heißt, das erste Jahr ist eigentlich für alle gleich, egal wie, ob man dann VWL oder BWL studieren möchte. Und das fängt dann an mit der STEOP, also mit der Studieneingangs- und Orientierungsphase. Da hat man BWL-Grundlagen, VWL-Grundlagen, aber auch Recht und Mathematik. Und dann kommt der Common Body of Knowledge, das ist nochmal so eine Eingangsphase. Da kommt dann auch viel noch Rechnungswesen, kommen dann noch Wirtschaftsinformatikprüfungen, kommen dann auch noch. Und ich glaube, gerade so die Rechtsfächer und eben auch Rechnungswesen ist nicht unbedingt das, was man dann später auch braucht für das restliche VWL-Studium. Aber es ist halt einfach, damit man so einen grundsätzlichen Überblick über eben auch andere Teilbereiche der Wirtschaft hat. Und obwohl es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist und nicht unbedingt das ist, was man auch wirklich dann später braucht im Studium, ist es trotzdem, finde ich, gut, einfach einen allgemeinen Überblick zu haben und auch zu wissen, was es da alles eigentlich alles so gibt. Genau. Einfach so eine Grundbasis, ja, ein voll, Grundverständnis voll, ja, entwickeln, ja, zu können. Jetzt hast du gesagt, es gibt eben STEOP, CBK und dann Hauptstudium. Ja. Wie lange braucht man so im Schnitt für die einzelnen Abschnitte? Ich würde sagen, im ersten Jahr macht man primär die STEOP und den CBK. Je nachdem, wie schnell man am Anfang mit der STEOP ist und wie schnell man dann mit dem CBK ist, geht sich das früher oder später dann aus. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt brauchen wir ein Jahr für STEOP und CBK, um die Grundlagen da zu erlernen. Und dann 2 Jahre sind eigentlich noch das Hauptstudium, wo man dann auch, wenn man VWL wählt, nur noch VWL-Fächer hat. Ja, ja, ja. Und ansonsten, dadurch, dass das Studium ja am Anfang zusammen ist, ich würde sagen, 8 Semester hast du gemeint, ja, ist so Durchschnitt. Ja.
Das heißt, ein Jahr mehr brauchst du vielleicht schon. Ja. Und ich würde sagen, gerade beim CBK tun sich manche dann doch noch ein bisschen schwerer. Ja. Das heißt, da gibt und ich glaube, das ist auch so die Phase, wo dann vielleicht auch nochmal ein zweiter Eintritt gebraucht wird oder so, was eh voll normal ist. Und ja, das ist dann sicherlich die Phase, wo man vielleicht doch ein bisschen länger braucht. Einfach weil es auch viele Fächer sind im CBK, muss man auch sagen. Und sehr unterschiedlich. Ja, ja, exakt. Würdest du sagen, Hauptstudium geht dann tendenziell ein bisschen schneller als der Anfang? Oder? Grundsätzlich ja, weil ich finde, dass im Hauptstudium dann eigentlich weniger Fächer sind, wo man durchfliegen kann. Also sicherlich alles geht, aber ich glaube schon, dass es da einfacher wird. Und auch gerade, wenn man Fächer hat, die man ja wirklich interessiert und so, dann investiert man auch einfach viel lieber Zeit rein. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn man mal das Hauptstudium dann erreicht hat, dass es dann eigentlich recht zügig durchgeht, wenn man Glück mit den Vorlesungen hat und dass sich das alles so ergibt, wie man das gerne möchte. Ja. Okay. Wie viel Anwesenheitspflicht gibt es? Kann man da... Ja, voll. Also am Anfang mit STEAB und CBK ist es noch weniger. Da gibt es viele Vorlesungen, wo man einfach nur zur Prüfung kommen muss und da muss man nicht in die Vorlesung auch wirklich gehen. Ab dem Hauptstudium ist dann wirklich alles mit Anwesenheitspflicht und da muss man dann auch immer in die Vorlesungen reingehen, eben weil da gibt es immer viele Gruppenarbeiten und so und da ist es dann verpflichtend, dass man eben auch in den Vorlesungen sitzt. Ja. Ich würde sagen, STEAB und CBK sind circa 2/3 ohne Anwesenheitspflicht und ein Drittel mit. Ja. Okay. Voll. Das heißt, am Anfang, wenn man noch irgendwie reisen möchte, so direkt am Anfang. Genau, direkt am Anfang, ja, voll. Wenn ich jetzt VWL studieren möchte, gibt es irgendwas, wo du sagst, das darf man auf jeden Fall nicht erwarten, weil das irgendwie... Also was man vielleicht nicht, womit man nicht hereingehen darf an der Studie, ist, dass man sagt, okay, ich muss nie wieder einen Taschenrechner anfassen, ich habe nie wieder Mathe in dem Studium. Obwohl es auf der WU schon so ist, dass wir weniger Mathe haben, also zum Beispiel auf der Hauptuni, gibt es eigentlich schon in so gut wie jeder Vorlesung irgendwelche mathematischen Grundlagen und Berechnungen, die man da machen muss. Man sollte sich davon auch nicht abschrecken lassen, das ist voll machbar, aber es ist halt trotzdem schon ein mathelastiges Studium und dem sollte man sich vielleicht bewusst sein und das ist halt, gerade wenn man nach der Schule nur so das Curriculum liest oder so, kommt das vielleicht nicht direkt hervor, wie mathelastig es sein kann. Ja. Und ich glaube, darauf sollte man sich schon einstellen. Aber es macht doch voll Spaß dann und es macht auch den Charme von VWL ein bisschen aus. Also auf gar keinen Fall abschrecken lassen davon, nur damit man es halt im Vorhinein schon weiß. Du hast noch gemeint, wenn bei VWL jetzt wegen der Mathelastiken nicht so mögen könnte, dann Sozioökonomie. Ja, genau. Also das kann man auch noch im Studienzweig VWL, gliedert sich das eigentlich noch in VWL und Sozioökonomie. Mhm. Und wenn man sagt, okay, Mathe ist jetzt vielleicht nicht so meins, dann kann man auch überlegen, ob man dann eben Sozioökonomie macht. Und das ist dann definitiv mit weniger Mathe und ja, voll. Okay, das heißt, wenn Mathe wirklich ein Hasspunkt ist in eurem Leben, dann ist es noch eine Option. Ja, voll, voll. Gibt es bei dem Studium einen Aufnahmetest? Es kommt immer auf der WU drauf an, wie viele sich anmelden für das Studium, für den Bachelor. Bei mir war es jetzt so, dass wir schon einen Aufnahmetest hatten. Das war aber sehr human. Also es wird da abgefragt, Mathe circa auf dem Matura-Niveau, das heißt, wenn man frisch von der Schule kommt, kennt man das sowieso. Mhm. Dann Englisch und Deutsch wird viel Textverständnis abgeprüft und dann gab es ein Skript. Damals war das zu Geld und Geldpolitik. Das konnte man sich durchlesen, das wurde von der WU zur Verfügung gestellt. Und dann kamen dazu noch inhaltliche Fragen, aber das war sehr machbar. Und es sind meistens auch nur so ein paar Leute, die sich zu viel anmelden und dann kommt man auch sehr gut rein. Jetzt mit Corona ist es natürlich ein bisschen anders. Also die letzten Jahre konnten ja keine Aufnahmetests abgehalten werden und haben sie es dann so gemacht, dass die Bewerber einen Essay abgeben mussten und da schreiben mussten, wofür sie sich interessieren und auch so ein paar inhaltliche Fragen dann beantworten mussten. Genau. Okay, also manchmal gibt es einen, manchmal gibt es keinen, aber es geht auf jeden Fall. Ja, es ist definitiv keine Hürde. Es gibt vor allen Dingen dann auch so viele, die sagen, ah nein, ich muss doch einen Aufnahmetest machen, dann gehe ich gar nicht erst hin. Das heißt, eben, ja, voll. Was muss man während des Studiums beachten? Gibt es da irgendwas Spezielles? Also grundsätzlich glaube ich, dass es gibt ja verschiedene Sachen. Man sollte auf die Noten ein bisschen achten. Es gibt viele Arbeitgeber, die schon auch dazu sagen bei ihren Bewerbungsverfahren und so, dass sie schon gute Studienabschlüsse erwarten. Und ich finde einfach, dass da kann man sich das einfach offen halten. Wenn man da schon im Studium ein bisschen darauf achtet, dann kann man sich da dann später auch noch bewerben. Das ist nicht so eingeschränkt. Dann, ich finde, dass Praktika und erste Berufserfahrungen unfassbar wertvoll sind, weil VWL doch sehr theoretisch sein kann im Studium und durch Arbeitserfahrungen das ein bisschen praktischer wird und man ein bisschen mehr sehen kann, wie es in der Praxis dann auch tatsächlich angewandt wird. Kontakte finde ich gerade auf der WU können immer nur von Vorteil sein, um sich auszutauschen, um zu schauen, okay, was machen andere? Machen die vielleicht Praktika? Wenn ja, wo ist es empfehlenswert und so? Was für Möglichkeiten hat man generell? Ja, genau, deswegen, das finde ich, ist alles
im Prinzip finde ich alles sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, gerade in der Arbeitserfahrung finde ich es sehr wertvoll, dass man eben auch diesen Praxiseinblick bekommt, der im Studium jetzt vielleicht nicht so gegeben ist. Mhm. Genau. Weil du gemeint hast, auf Noten, die Arbeitgeber achten schon drauf. Ist es für den Master auch notwendig, dass man einen gewissen Notenschnitt hat? Oder ist das egal? Grundsätzlich ist es jetzt nicht super ausschlaggebend. Es sind meistens nicht so viele Anmeldungen für den Master, auf der WU jedenfalls. Und es kommen dann meistens auch alle VWL-Studenten, gerade die auf der WU auch einen Bachelor gemacht haben, auch in den Master rein. Aber sicherlich, auch da schadet das sicher nicht, auch da dann eben auf Noten zu achten. Auch wenn man eben im Ausland den Master machen möchte, ja, machen auch ganz viele. Da sowieso, da ist es total essentiell, dass man einen guten Notendurchschnitt hat. Also es kann auch für den Master definitiv nicht schaden. Mit welchen Materialien lernt man in dem Studium am besten? Grundsätzlich ist es ja sehr abhängig davon, welches Fach es gerade ist. Professoren gehen das sehr unterschiedlich an. Mit den Folien fährt man eigentlich meistens am besten, also die auf jeden Fall anschauen. Bücher werden oft empfohlen von Professoren, sind dann aber für die Prüfung gar nicht so relevant. Also wenn man sich irgendwie mehr selber damit beschäftigen möchte, dann ja, sicher kann man sie lesen, aber für die Prüfungen oft gar nicht so wirklich wichtig. Zusammenfassungen ist oft gut, wenn man sich dann mit den Studenten untereinander austauschen kann und sagen kann, okay, ich habe da schon eine Zusammenfassung, könntest du dir vielleicht brauchen, einfach damit man es nochmal kompakter zusammengefasst hat. Und sonst ist VWL auch viel auf Verständnis geprüft und dementsprechend muss man es eh auch dann in der Vorlesung einfach schon verstanden haben und dann eben nochmal festigen zu Hause und dann passt das aber auch voll. Also es ist sehr, sehr abhängig davon, welche Vorlesung man gerade besucht und welchen Kurs es gerade ist. Aber auf jeden Fall mit den Folien, die von den Profs immer zur Verfügung gestellt werden. Bücher, wenn es eine absolute Pflichtlektüre ist, dann ja sicher, aber oft ist es eben nur eine Empfehlung, dass man da noch weiter nachschlagen kann. Ja, ja. Ich finde, was da an der WU generell ganz gut ist, wenn man eben bei den WhatsApp-Gruppen verschaut, oder? Also wenn ihr da noch nicht drin seid, dann unbedingt zu den WhatsApp-Gruppen gehen, weil da hat man eben schnell Kontakt und definitiv. Kriegt eben auch Feedback von anderen, die Vorlesung vielleicht schon gemacht haben. Genau. Gibt es besondere Tricks, die man schon von Beginn an kennen sollte? Ja, also auf der WU ist es mit der Anmeldung für Vorlesungen immer so eine Sache. Ich glaube, das wissen mittlerweile eh auch schon ganz viele. Das habe ich eh auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, genau. Das ist sehr kritisch mit der Anmeldung. Deswegen ja immer Atomohr offen haben und dann sollte das eigentlich schon gehen. Ein gutes Internet, eventuell sogar direkt auf der WU das dann machen. Ja, genau. Und sonst finde ich es unfassbar wichtig, sich auch mit Höhersemestrigen auszutauschen, weil die oft Professoren schon kennen, Prüfungen schon kennen, schon wissen, wie gewisse Fächer sind, was man da zu erwarten hat. Also das ist vielleicht auch noch etwas, was man am Anfang irgendwie schauen kann, dass man schon Höhersemestrige auch kennenlernt. Es gibt eh von der WU so viele Events und so weiter und so viele Möglichkeiten, dass man sich da ein bisschen vernetzen kann und sich da auch austauschen kann mit anderen Studenten. Genau. Das heißt, die Angebote nutzen. Ja. Und von der ÖH, finde ich, gibt es auch noch wirklich super Sachen wie den LV-Planer Profcheck gibt es auch. Auch sehr hilfreich. Das heißt, das auf jeden Fall nutzen. Möchtest du angehenden Studierenden sonst irgendwas mit auf den Weg geben? Ich glaube, was schon wichtig ist, ist, dass Schule und Uni nicht dasselbe ist. Und dass man sich da sozusagen ein bisschen offen bleiben sollte. Dass man auf der Universität doch viel eigenständig machen muss. Und dass es eben nicht mehr so ganz gefühlt ist wie in der Schule. Mhm. Was aber auch so, also es bringt ja auch Freiheiten mit sich, dass man sich besser einteilen kann, dass man nebenbei noch andere Sachen machen kann. Also das ist überhaupt nicht abschreckend gemeint oder so, aber es ist einfach eine Umstellung. Und das war bei mir damals, obwohl es einem jeder sagt, trotzdem so, oh okay, es hatten ja doch wirklich alle recht. Und zwar nicht nur so dahergesagt. Und sonst, ja, wichtig auch für die Uni ist definitiv auch Zeitmanagement. Ich glaube, wenn man da das gut drauf hat, dann kann man sich ganz viel einfacher machen und es einfach auch noch Zeit für Freunde, Soziales und so weiter haben. Ist tatsächlich auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Ja, genau, voll, extrem. Ja, regelmäßig. Ja, extrem, definitiv. Ja. Okay, das heißt, sich da vielleicht am Anfang auch ein bisschen Zeit geben, selbst um reinzuwachsen, gell? Dass man nicht zu hart zu sich selbst ist. Genau. Nicht direkt, keine Ahnung, 60 ETCs im ersten Semester machen, also das ist gar nicht nötig und braucht es auch gar nicht, finde ich. Okay, ja, vielen Dank. Das war's schon wieder mit diesem Interview. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen zu den persönlichen Beweggründen, Einblicken von der Julia wissen wollt oder erfahren wollt, dann könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es noch ein kurzes Reel oder Short. Und ja, ansonsten vielen Dank gerne für deine Zeit. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die jetzt offen geblieben sind, dann könnt ihr die sehr gerne in den Kommentaren schreiben oder auch der Julia direkt auf Instagram.
Den Namen finden wir hier nochmal eingeblendet bzw. in der Infobox. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.